So, willkommen zurück zu Pokémon Perfect Platin. Wir setzen unsere Einkaufstour fort. Okay, wir haben bereits verkauft. Bereits eingekauft, bisher nur verkauft. Na egal. Ich werde erst noch ein paar Items sortieren. Weil, glaube ich, nicht schlecht. Also die wichtigen hier nach oben. Also Superschutz ganz nach oben, der Rest ist egal. Ach komm, wir können ein bisschen sortieren hier, komm. Die Scherben können wir zusammenpacken. Ewigstein, das Fluchtseil packe ich hier hin. Honig brauche ich nicht, das ist irgendein Schmarrn, den ich nicht brauche. Ja, packen wir Honig mal dahin. Ewigstein, jetzt kommen die Halt-Items. So, je nachdem, wie ich es brauche. Also erstmal die Verstärker-Items, dann das Ding ist auch ganz wichtig, die beiden sind unwichtig. Die Steine können unten bleiben, die Gedankenplatze, die können wir dorthin packen. Also machen wir so eine Sektion für Platten auch noch. Ich denke auch Psycho-Attacken, können wir mal hier hinpacken. Das steckt Geistertakt. Gehört auch zu den regulären, also packen wir es dahin. Cleanstack, das können wir hier unter die. Ja, unter das packen. So, weil es an sich ganz nicht, gar nicht schlecht ist. Ein paar wilde Pokémon abzuhalten und wir haben noch den ovalen Stein. Den packen wir hier über den Ewigstein. Und die Faustplatte unter die Gedankenplatte. So. Diesen sortiert. Jetzt kommen wir hier hin. So, erstmal die Kuhmilch nach oben. Da drüber den Supertrank. Weil wichtig und so. Dann die Belieber. Hypertrank haben wir auch noch. Sehr schön. Hier muss ich ein bisschen gucken. Jetzt Äther. Okay. Max Äther dorthin. Ach ja, Hyperheiler haben wir auch noch. Sehr schön. Den packen wir mit runter. Also wenn ich Hyperheiler kaufen kann, werde ich die drei Sachen erstmal verkaufen. Ein bisschen Platz und so schaffen. Ja, das packen wir mal hier drüber. Und die Sachen kann ich verwenden jetzt. Hier Spezialangriff steigern, das machen wir mal bei... bei Saskia kommen. Und ein KP Plus, das geben wir Layla. So, das bewahre ich mir noch auf für irgendwann. Ja, hier sortiert. Hier gibt es nicht viel zu sortieren. Das ist auch alles sortiert. Wir können natürlich gucken, ob wir irgendwem was beibringen können. Was haben wir denn so? Doppelteam will ich nicht nutzen. Roost, das könnte man sich Warblu geben. Muss ich auch mal gucken. Kann irgendwer Ableitieb lernen? Ich glaube nicht. Nee, kann keiner lernen. Egal. Dunkelklaue. Payback. Das wäre an sich eine Attacke für Layla. Sie kann es auch lernen. Weil da kriegen wir ja Step-Bonus drauf und so, ne? Und da Layla sowieso jetzt nicht gerade schnell ist, könnte man ihr das an sich beibringen. Ja, mache ich glaube ich sogar. Ich bring's ja bei. Bringen wir ihr mal Gegenstoß bei oder lernt sie selber noch? Ich weiß es gar nicht, was sie noch alles lernt. Egal, ich bin's einfach vorbei. Warum auch nicht? Vielleicht bringt's ja mal was gegen so ein paar Psycho-Pokémon. Ich habe ja gar nichts dagegen bisher. So, machen wir, ja. Sandwirbel weg. Und dann passt das. Hat er aber Gegenstoß gelernt. Und ich glaube, mehr kann ich nicht gerade nicht beibringen. Oder will irgendjemand hier noch Tarnsteine lernen? Ich glaube nicht. Nö, will keiner lernen. Pflücker wäre natürlich auch cool, aber das ist nicht so toll, finde ich. Und das brauche ich aktuell auch nicht, oder? Ich weiß es gar nicht. Strauchler? Ach, kann eh keiner lernen, egal. Vergesst es einfach. Wieder so ein unfähiges Team hier. So, jetzt aber einkaufen. Wir haben Fluchtseile. Ich kaufe mal 4 Stück, damit wir 5 haben. Sieht schöner aus. Superschutz können wir wieder ein bisschen auffüllen. Auf 40, sag ich mal. Einfach so. Und sonst nur Briefe. Boah. Dieser Kälte macht mir irgendwie zu schaffen. Ich pausiere mal ganz kurz, bis gleich. So, ich hoffe, es geht wieder besser jetzt bei mir. Die Erkältung hat sich ein bisschen zurückgemeldet mit Schnupfen und bla und... Ach, also, ne? So, ja, genau. Wir wollten gerade den Typen anreden. Oder die nette Dame, Entschuldigung. Und ein paar Tränke kaufen. Und brauchen wir auch Tränke? Ich weiß nicht, ich habe noch Kuhmilch. Darum kaufe ich ein paar Beleber. 11 Stück, würde ich mal sagen. Ja. Und wir können Hyperheiler kaufen, oder? Ja, können wir auch. Wunderbar. Da kaufen wir direkt mal ein paar ein. 29 müssten reichen.
So, und dann kann ich anderen kleinen Schmarrn verkaufen noch. Nee, hier nichts. Hier auch nichts. Die muss ich auch noch sortieren, die Items. Und, genau, hier die 5 Gegengifte verkaufen wir. Die 4 Paraheiler. Und die 4 Aufwecker. So, sehr gut. Dann gehen wir mal noch eine Etage höher. Die untere Etage gucken wir gleich an. Irgendwann. Ja, hier ist das Einkaufshaus, ich weiß. So, hoch. Gucken wir mal, was wir ganz unten haben gleich. Aber erstmal oben. Achso, hier gibt es den Schmarrn, so wie ich das sehe, oder? Ja. Der will ein Kabel bloß zu seinem Support zu geben, okay. Wow, der Zähler für den Pokédex. Wow, cool. Oh, apropos, ich könnte unten dieses Freundschaftsding gar nicht mal abschalten. Ich kann auch was anderes annehmen. Die Teamübersicht. Na, ich weiß nicht. Wir gucken sonst noch. Schrittzähler. Notizding, Rechner, Uhr. Stimmt, wir können langsam mal wieder zurück. Ich glaube, nach dem dritten Orden gab es ja in Dingens neue Pokédex-Apps in Jubelstadt, oder? Ich glaube schon. Obtain Pokémon. Wow, ich das gefangen habe. Cool. Oder gesehen, auch keine Ahnung. Wären, das zeigt gar nichts an. Item-Dings. Ach, nehmen wir die unnötige Pokémon-Übersicht. Warum auch nicht? So, genau, hier gibt's den Scheiß. Ja, brauche ich nicht. Ist mir zu teuer. Und das Zeug will ich auch nicht haben. Wer will es schon? Keiner. Ich hätte zumindest noch nie wirklich gesehen, dass irgendjemand die gekauft hat. Achso, das zeigt. Der sagt mir nur irgendein Schmarrn, egal. So, was gibt's denn hier Schönes? Gibt's irgendwo TMs noch, oder? Ja, wenn wir schon dabei sind. Ah, die schönen TMs. Feuersturm, Donner, Blizzard, Solarstrahl, Fokusstoß, Superstrahl. Fokusstoß wäre cool. Aber ich glaube, das kann sowieso keiner lernen. Das sind allgemein alles Attacken, auf die ich eher verzichten würde. Tut mir leid. Was hast du so? Natural Gift, das ist Bärenkräfte. Schutzschild, Trugschlag, blablabla, nichts, was ich brauche. Aber hier gibt es die TM für Blitz, das ist schon mal gut zu wissen. Zu kaufen. Also falls wir irgendwann einen Blitz brauchen. Obwohl, das hat Luxra doch drauf. Egal. Oh mein Gott, sie hat kein Mashup bekommen, sondern was anderes. Ist ja unglaublich. Könnte vielleicht ein Machomai gewesen sein. Man weiß es nicht. Ja, was... Naja. Egal. Sinnlose Dialoge, wie immer. Was gibt's denn hier Schönes? Another Game of the... Copy of the Game? Was zum Henker? Egal. Ach so, das ist jetzt Sachen für die Geheimbasis im Untergrund, den wir eh nicht betreten können. Richtig. Hat einen Kühlschrank, war da und einen Fernseher, ach du Scheiße. Na gut, okay, er weiß zumindest schon mal, wie die Bälle funktionieren. Das ist auch schon was. Auch wenn er laut dem Dialog keinen Pokémon hat. Ja, ein Drink nehmen ist immer gut. Zwei Typen, die einfach nebeneinander stehen. Und wir kriegen dafür noch den Sticky Barb. Das ist Klettdorn. Bei dem Pokémon, bei dem es sich gerade angeheftet hat, macht das Schaden. Und weil wir jetzt auch so schön am Sortieren waren, packen wir dieses doch einfach mal dorthin. So. Nicht einfach so, das war natürlich jetzt voll geplant und so. So, jetzt will ich gerne Untergeschoss. Weil da waren wir noch nicht. B1F. Below First Floor und so, ne? Ich glaube, das ist einfach, dass es B für Below steht. Oder Basement Floor, okay. Na, mein Gott. So, oh Gott, was gibt's denn hier alles noch? Food and Produce? Achso. Okay, also hier gibt's Futter und so ein Kram. Ah, hier gibt's Knurzkram, okay. Also kann man sich wahrscheinlich auch Bären kaufen, oder? Ja, ich will nicht so viel über Knurz wissen, danke. Was? Sie hat keine Wutkekse mehr, oder was auch immer das war? Keine Ahnung, auch gibt's ja nicht. Lavakekse gibt's hier. Oh, und ich habe gerade Hyperheiler gekauft. Bin ich eigentlich doof? Das gibt's doch nicht. Ah, 10 Stück. Ich habe echt Hyperheiler gekauft, jetzt gibt's hier Lavakekse. Gib mir 50 Lavakekse. Ich bin
Echt so doof, ne? Warum habe ich das nicht vorher gesehen? Mann! Hätte mich so viel Geld sparen können. Boah, das ist gemein. Na gut, warum kaufe ich einfach direkt ein? Ich weiß nicht. Was, ich verkaufe Knuspe? Nein. Oh, 6000 Geld von Knuspe. Hilfe. Hier gibt's Beeren. Wow, verwirrt den Nutzer, aber heilt KP. Okay. Komische Beere. Will ich irgendwie nicht nutzen. Okay, weil sie keine Knuspe kochen kann, kauft sie immer. Ja, ihr habt Beeren im Angebot, danke sehr. Brauche ich aber nicht. Na, jetzt kann ich die Hyperheiler verkaufen noch. Warum habe ich das nicht gewusst, dass es hier Lava-Kekse gibt? Ah. Das ist gemein. Full Heal, alle weg damit, kommen. Leckt mich doch alle. Leckt mich alle. Ich will nicht mehr. Lava-Kekse. Dahin. Mann. Na gut. Einkaufstour erledigt. Jetzt gehen wir weiter. Endlich mal. Und zwar in Richtung Süden, ne? Ja, sonst war nirgendwo was. Also müssen wir in Richtung Süden raus. Hier. Ach nee, mit dir will ich nicht reden. Oder willst du vielleicht kämpfen? Okay, irgendwo gut zu meinen Freunden gibt es nichts, aber... Nein, nein, nein. Ach, aber ich wollte doch ein Stündchen hier auch noch Jubelstein fliegen wegen Dings hier. Pocket-Apps. Flieg mal, Laura. Ja, wir müssen hier Richtung Süden runter nach Weideburg, genau. Jubelstadt. Fliegen wir mal eine Runde. Kann ja nicht schaden. Njum. Wir können es ja jetzt inzwischen. Darum, ja, machen wir es einfach. So, wo ist das Pocket-Gebäude? Das ist hier noch weiter links, ne? Genau, das rechts war die Fernsehstation. Gucken, was wir für den Pocket jetzt so bekommen. Genau, wir kriegen Marking Map. Und das bringt genau was? Allows Placement of Markers. Zeig mal, haben wir jetzt also eine Karte quasi unten auf dem Dings hier. Eine verbesserte Karte, wo wir jetzt auch Sachen, ja, wir können Marker draufsetzen. Wow, wie cool. Kriegen wir noch eine? Nee. Also nach dem fünften Orden kriegen wir noch eine. Okay. Soll ich die Karte drin lassen? Ach, ich lasse einfach mal drin, aus Spaß. Ist ja vollkommen Wurst. Wir fliegen erstmal zurück nach Schleierde und dann gehen wir runter. Genug getrödelt hier. Meine Fresse, wie ich am Trödel bin wieder. Das ist grausig. Aber richtig. Ja, genau, Süden. Ach komm, mach die scheiß Karte hier weg, ey. Ich krieg Krätze. So viele sinnlose Poké-Apps. Was soll das? Kann man nicht irgendwie rausschmeißen, wenn man sie nicht braucht? Mann. So, jetzt aber Richtung Süden hier. Endgültig. Und direkt in den Kampf rein. Ach so, ist doch schön. So muss das sein. Was, hinter uns? Hinter mir? Was ist da hinter mir? Hinter mir sind Bäume. Oder ist da irgendwas anderes? Klingblüm! Ach komm, Saskia, schaffst du. Das kriegst du hin. Flammenwurf. Ja, ich, und gerade ich und Melodie, das ist immer sehr gut. Man merkt es vielleicht. Kirlia, bleib mal auch draußen. Oh, hätte schon gerade wahr sein können. So ein Pech aber auch. Ach so, ein Gardevoir im Team wäre auch cool. Ich glaube, wenn ich dritte Generation spiele, hol ich meins. Boah, ich will so viele verschiedene Sachen in der dritten Generation im Team haben, ne? Das ist grausig. Was ich da alles haben will. Nee. Muss ich mir irgendwas überlegen dann noch. Okay, ich spiele ja zwei Spiele der dritten Generation, aber eins ist halt eben Remake, aber eins ist halt eben hier Kanto-Generation. Da kriege ich nicht so viel von den neuen Sachen mit. Gucken wir einfach mal. Ich habe noch kein Team überlegt, also gucke ich da einfach mal. Erstmal muss ich ja Perfect Platin durchkriegen und dann kommt erstmal irgendwas anderes zwischendrin. Dann kommt erst der Pokémon, denke ich mal. Also zumindest so ein Pokémon. Es gibt noch andere Pokémon-Spiele. Wer weiß, ob sowas da auch noch kommt. Das weiß ja keiner. Doch, ich. Ja. Ich weiß alles, was ich machen will. Nee, weiß ich gar nicht.
Ich habe zwar einige Projekte geplant, die auch wahrscheinlich alle ziemlich lange dauern werden, aber scheiß drauf. Und ja, kein Platzschimmer. Gucken wir einfach mal, wie das alles wird. Und Abigail besiegt. Abby, frisch aus Navy CIS importiert und so. Und das ist eine Höhle. Ne, ich geh erstmal rechts runter, dann gehen wir links wieder hoch. Ich weiß zufälligerweise, dass man das kann. Darum sage ich das auch so. So, ein paar Beeren noch einkassieren. Ah, Zitrobeere. Nur eine, aber na gut, besser als nichts. So, nehmen wir noch die Pomegranate mit, was auch immer ist. Ich glaube, ach, weiß ich denn. Ist mir auch egal, inzwischen. Was also Beeren sind, da ich sie eh nicht nutze. Ich habe meine Lava-Kekse jetzt. Lava-Kekse. Ich hätte schwören können, dass hier was ist. Aber anscheinend nicht. Na gut. Nee, nicht regelrein, Kämpfer. Ein Trainer reinlaufen, ich will erstmal den super Top-Schutz hier haben. Top-Schutz ist doof. Naja, egal. Auf jeden Fall werde ich jetzt ein bisschen regelmäßiger meine Items sortieren, damit ich ein bisschen Überblick habe und so. Wenn es schon nicht bei Weiß so eine, wie bei Weiß so eine so eine Sortierfunktion gibt. Level 35er Goldini, hallo. Kann das schon Kaskade? Ich glaube nicht. Aber ich setze trotzdem das denn ein. Das ist lange nicht mehr gekämpft. Der Jute hier. Wird mehr Zeit. Hornbohrer, ja komm, hör auf, ey. Hör auf. Stirb einfach, ja? Das ist schade eigentlich, dass es nicht wirklich stärkere Attacken als Funkensprung gibt. Also an physischen. Es gibt noch Donnerzahn, aber das war's auch. Und ich weiß nicht, ob ich Luxtra irgendwie Ladungsstoß beibringen will oder Donnerblitz. Ich weiß es nicht. Ist so eine Sache. Warum steht aber PI? Was heißt das auf Deutsch? Was ist das für ein Trainertyp auf Deutsch? Ich glaube Spieler, oder? Was, aber was steht dann PI? Playing Idiot oder keine Ahnung? Ich weiß es nicht. Ne, Spieler sind ja Gambler. Na egal. Oh! Ein Trainer, den Saskia schaffen kann. Los, Saskia. Hau rein. Flammenwurf. Ja, also komm, das schaffen wir wohl in einem Schlag. Dieses. Skawoopy. Ich und Namen wieder, ne? Ach Gott. Gib's einfach auf. Ich geb's auf mit den deutschen Namen. Irgendwie. Ich wusste es doch noch. Tropius. Wow. So eine Person fettes Vier, so. Tropius ist auch cool. Nur leider ein bisschen lahm. Aber sonst ist sie ganz cool. Naja. Oh, überlebt sogar. Ja, guck mal, wie cool das ist, ne? Überlebt sogar einen Flammenwurf. Von einem 7 Level höheren Pokémon. Oh, noch Stampfer, was auch sonst. So die normale Attacke wird das viel. Stampfer. Oder Rasierblatt. Das war's auch häufig. Exotisch ist da eher mit Solarstrahl. Also ich weiß nicht, Tropius und Solarstrahl. Nee, keine Ahnung. Sieht nicht so schön aus irgendwie. Sammelt es dann Sonnenlicht in den Bananen oder wie? Stell mir gerade lustig vor, wie dann bei Solarstrahlvorbereitung die Bananen anfangen zu leuchten. Sicher interessant. Carnivine, das ist. Hat der nur Pflanzen-Pokémon oder was? Ja, ich glaube schon. Bleib draußen. Carnivine ist Venus Liebes. Denn echt nur Pokémon, die schwach gegen Feuer sind. Oder wie? Also zumindest jetzt die ersten. Wenn er noch mehr hat, gerne. Ne? Bleibt das hier ein bisschen länger draußen. Ich meine, bei ihr kann Training echt nicht schaden. Für die nächste Arena müsste ich eigentlich das denn trainieren. Fällt mir gerade so auf. Naja gut, bis Weideburg haben wir noch ein paar Trainer, also das passt schon. Hat Wablo gerade plus 3 Angriff bekommen? Wow. Nicht schlecht. Was setze ich jetzt ein? Jetzt setze ich am besten ein. Ach komm, Laura, kämpf du mal. Du darfst auch mal kämpfen. Du hast noch nie gekämpft bisher, glaube ich. Wird mal Zeit. So. Ja, ich weiß, du schau das jetzt, weil ich kann nämlich fliegen. Hui. Ja, leider ist es nur Fliegen. Das müsste für einen One-Hit reichen. Laura ist zwar nicht, nicht so angriffsstark, aber. Sollte reichen, ja. So. Weil sehr effektiv. Ich muss niesen einen Moment.
So, da bin ich schon wieder. Ja, machen wir gleich weiter mit Laura. Weil gerade so einfach. Finde ich zumindest gerade. Denn echt nur Pokémon, die schwach gegen Feuer, größtenteils, oder gegen Flug vor allem sind. Ne? Ich glaube, 5 Pokémon waren schwach gegen Flug schon. Und 4 gegen Feuer. Also, ja. So eine Sache, ne? So, noch Bodycheck und dann war's das. So einen hohen Rückstoß kriegen wir ja nicht dabei. Und es gibt massig EP wieder. Ach, ist das schön. Aber gut, ich brauche die EP auch. Und noch ein Yanma. Ich wechsle wieder jetzt wieder zu. Nee, Sarah darf mal wieder kämpfen. Komm, Sarah. Sie darf auch wieder was machen. Und ich überlege gerade, bist du Entwicklung von Sarah und Dingens, dessen Namen ich vergessen habe. Laura, Entschuldigung. Ist an sich auch nicht mehr so weit. Ich glaube, die entwickelt sich irgendwann im mittleren 30er-Bereich. Und warum machst du jetzt Scanner, du Sau? Und warum habe ich die Zeit übersehen? Oh Gott, der Partner wird zu lang. Ja, Temposchub, hau rein. Tja, du kannst ihn nicht die ganze Zeit scannen. Ja, ist der Partner ein bisschen länger geworden. Es tut mir leid, aber na gut, 6 Pokémon halt beim Gegner, ne? Und ich muss immer wieder ein bisschen rumspielen. Da passiert das schon mal. Oh, Doppelteam ist auch noch gefährlich. Ach, Sarah braucht dringend den Step-Bonus auf Eis zu attacken. Ganz dringend. Aber ganz dringend. Ach komm, Jammer, du warst doch eh schon schneller als ich. Obwohl, mit der Flinkklaue ist es eh egal. Wenn ich nicht verfehle. Ah, schön, 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 schön. Ist das nicht herrlich? Jetzt hätte ich so gerne Aeroas auf Werbung, ne? Das wäre jetzt richtig cool. Sonic Boom, okay, der macht nur 20 Schaden. Und ich verfehle immer noch. Das gibt's doch nicht. Hallo? Warum hat sie das Fenster deaktiviert, trage ich mich gerade. Egal. Komm, Wasserdüse. Das trifft wenigstens. Meine Güte. Und reicht auch. So, Kampf gewonnen. Meine Fresse. Die Anstrengung ist pur hier. Gut, im nächsten Part machen wir dann weiter hier und wir gucken mal, dass wir dann irgendwann weiter nächste Stadt erreichen und so. Also, bis zum nächsten Part bei Pokémon Perfect Platin. Bis dann!